Ich sollte vorsichtig. Was soll das, Zellner? Kommen Sie mit. Doktor, da sind Sie ja. Unser. Setzen Sie sich. Ich glaube, Sie haben einen blinden Passagier an Bord. Ich wurde niedergeschlagen. Unverschämtheit! Ich werde die Crew sofort anweisen, das Schiff gründlich zu durchsuchen. Und natürlich sind Sie herzlich eingeladen, mit uns die Fahrt fortzusetzen, Herr Zellner. Wenigstens einer, der mich nicht über Bord werfen will. Ist es schlimm? Ja, tut ziemlich weh. Ich habe mit Dr. Gebhardt gesprochen. Er hat einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf bekommen. Wie schlimm es ist, kann ich noch nicht sagen. Aber ich! Es tut ziemlich weh! Warum hat man nicht nach mir gesucht? Ist niemandem aufgefallen, dass ich nicht aus dem Frachtraum zurückgekommen bin? Wir haben Sie gesucht, aber nicht gefunden. Wer sollte sich im Frachtraum umsehen? Constable Oliver. Und darüber wird noch zu sprechen sein. Allerdings. Wie viele Finger sehen Sie? 3 Finger. In Ordnung. Wo sind wir? Und wie spät ist es? Ich muss lange ohnmächtig gewesen sein. Es ist kurz nach 8 Uhr abends. Das Dinner ist gerade vorbei. Aber um 10 Uhr treffen wir uns alle hier im Salon zu einem kleinen Umtrunk. Die Begrüßung der Gäste durch den Kapitän am ersten Abend ist ein fester Programmpunkt jeder Fahrt. Sie sind soweit in Ordnung, Wachtmeister. Die Blutung hat schon aufgehört, die Wunde sieht gut aus. Vielleicht haben Sie eine leichte Gehirnerschütterung. Eine ruhige Nacht und morgen haben Sie nur noch Kopfschmerzen und eine beeindruckende Beule. Danke. Das ist doch ein Grund zum Feiern! Genug von Ganoven und Dieben. Ab jetzt können Sie Ihre kostenlose Kreuzfahrt genießen. Inspektor! Was? Ein dunkler Schatten! Oberdeck! Gerade eben! Los, das sehen wir uns an! Ich komme mit. Ich auch. Nein, Sie bleiben hier. Wollen wir das ausdiskutieren? Robert, Sie gehen zur Baronin und lassen sie nicht aus den Augen. Zellner, Sie kommen mit nach Backbord. Und Sie gehen nach Steuerbord, Doktor. Ich werde auf dem Vorderdeck anfangen und mich bis zu Ihnen beiden zurückarbeiten. Verstanden? Aber... Baronin von Trebitz? Hallo? Baronin von Trebitz? Öffnen Sie die Tür! Dr. Gebhardt wollte unbedingt mitkommen. Aber jetzt scheint er sich nicht mehr so sicher zu sein, ob das eine gute Idee war. Alles klar, Doktor? Natürlich. Warum denn nicht? Es ist nur... Also...
Ich würde lieber mit Ihnen kommen. Sie haben den Inspektor gehört. Bis gleich, Doc. Oh nein. Ich werde nicht alleine auf Verbrecherjagd gehen. Ist alles in Ordnung? Vielleicht sollten Sie sich besser ausruhen, falls der Schlag doch heftiger war. Geht schon. Zellner, hier oben! Kommen Sie. Ich glaube, das kam von da oben. Sicher, du wolltest nur mal frische Luft schnappen. Zellner, schauen Sie, wen wir hier haben. Wenn das nicht unser Schatten ist. Und unser blinder Passagier. Bist du kürzlich in einer Truhe gereist? Ich, nix. Er behauptet, zur Crew zu gehören, hat nur kurz Luft schnappen wollen. Aber sicher. Die Baronin öffnet ihre Tür nicht. Verstanden. Bringen Sie den Jungen in die Arrestzelle, Robert. Sie hatten recht. Es gab einen blinden Passagier. Ja, aber der Rabe kann er nicht sein. Er ist zu jung. Richtig. Was aber nicht heißt, dass der Rabe nicht doch hier herumspukt. Was war das? Ein Schuss. Er kam aus einer der Kabinen. Oh nein. Baronin von Trebitz? Baronin, öffnen Sie die Tür! Gehen Sie bitte aus dem Weg! Wir haben es mit einem Mord zu tun, Gentlemen. Schnell, Zellner. Der Mörder muss noch in der Nähe sein. Es ist so gut wie niemand an Deck. Jeder, der sich draußen befindet, ist verdächtig. Dieses Mal kriegen wir ihn. Zellner, sind Sie in Ordnung? Ja, na los. Wir müssen. Zellner? Zellner! Verdammt! Wen haben wir denn da? Ausgeschlafen? Ich habe mich nicht freiwillig schlafen gelegt. Mir egal, wir sind auch ohne Sie gut zurechtgekommen. Ich bin doch gestern Abend nicht wegen des Schlags auf meinen Kopf umgekippt, oder? Sieht nicht so aus. Inspektor Legrand vermutet, dass Sie betäubt wurden.
Aber wie der Champagner? Wer hat Ihnen den Champagner gegeben? Kapitän Di Conti. Interessant. Haben Sie schon jemanden festgenommen? Sie meinen außer dem Araber? Er kann den Mord schwerlich begangen haben. Sie müssen noch bei ihm gewesen sein, als es passierte. Wir haben den Schuss auf dem Vorderdeck gehört. Ich habe den Gesellen in die Arrestzelle im Frachtraum gesperrt und bin dann gleich wieder hoch, um Inspektor Legrand zu unterstützen. Sie träumten da schon den Schlaf der Gerechten. Und andere Tatverdächtige? Keine Chance. Sekunden nachdem der Alarm losging, wimmelte es an Bord von verängstigten Passagieren. Tja. Ein cleverer Schachzug, um im allgemeinen Trubel unerkannt zu bleiben. Und trotzdem haben wir einen Hauptverdächtigen. Den Raben. Glauben Sie wirklich, dass er zurück ist? Ich glaube, dass niemand so viel über den Raben weiß wie Legrand. Trotzdem erscheint es unglaublich. Wegen des Champagners müsste man nicht Rückstände von Betäubungsmittel im Glas finden können. Genau das untersucht Legrand gerade. Wie das ohne Labor? Oh, er hat eins. In seiner Kabine steht alles voll von so modernem Ermittlungskram. Schon beeindruckend, zu was der Inspektor in der Lage ist. Ein fähiger Mann, keine Frage. Und überraschend gut vorbereitet. Und fleißig. Er arbeitet schon die ganze Nacht wie ein Besessener mit seinen Pinseln und Tinkturen und Gläsern und allem. In der Haut des Raben möchte ich nicht stecken. Was ist der vermutete Tathergang? Wie wurde die Baronin ermordet? Der Baronin wurde aus nächster Nähe ins Herz geschossen. Genaueres weiß ich noch nicht. Der Doc untersucht die Leiche unten auf der Krankenstation. Und niemand hat etwas Verdächtiges beobachtet? Niemand hat gesehen, wie eine Rabengestalt die Kabine der Baronin verlassen hat, wenn Sie das meinen. Den Schuss haben einige gehört. Inspektor Legrand will sich die Passagiere heute Morgen noch einmal vornehmen, sobald sie sich alle etwas beruhigt haben und er die Indizien gesichtet hat.
Ich gehe davon aus, Sie und Legrand haben den Tatort und die Umgebung untersucht? Natürlich. Und wir konnten schon einen Haupttreffer landen. Die Tatwaffe. Tatsächlich? Wo haben Sie die gefunden? Auf der Gangway. Die Gangway, mit der man das Schiff betritt, kann geschwenkt werden und liegt am Schiffsrumpf an, wenn man sie nicht braucht. Der Mörder wollte die Waffe mit Sicherheit im Meer verschwinden lassen. Er ließ sie unauffällig über Bord gleiten. Und sie landete auf der Gangway. Pech. Aber Legrand und ich waren unmittelbar nach dem Schuss auf dem Nebendeck. Da war niemand. Vielleicht hat der Mörder die Waffe erst später entsorgt. Wir haben sie erst im Morgengrauen entdeckt. Ich denke, ich werde erst einmal Inspektor Legrand aufsuchen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Sie werden mich nicht mehr los. Ich bin hier und ich bleibe hier, Konstable Oliver. Wie auch immer. Inspektor Legrand hat mich dazu abkommandiert, den Frachtraum mit unserem besonderen Gast zu bewachen. Ist mir ganz recht. Ein Inspektor Legrand kann vielleicht tagelang ohne Schlaf auskommen, aber ich kann das nicht. Es ist nicht leicht, mit großen Tieren mitzuhalten, Wachtmeister.